Wir alle kennen die Aussage, du bist, was du isst. Aber wie gesund können wir dann noch sein in Zeiten von hochverarbeiteten Lebensmitteln? Die Verfügbarkeit und der Konsum von hochverarbeiteten Lebensmitteln oder sogenannten Ultra-Processed Foods hat weltweit zugenommen und macht heute in einigen Industrieländern 50-60% der täglichen Energiezufuhr aus. Basierend auf der NOVA-Lebensmittelklassifizierung sind Ultra-Processed Foods industriell hergestellte Produkte, die oft modifizierte Lebensmittelbestandteile inkludiert und damit einer Vielzahl von Zusatzstoffen neu kombiniert. In unserer Studie haben wir uns nun erstmals den Zusammenhang zwischen dem Konsum von Ultra-Processed Food und dem Risiko für Multimorbidität angeschaut. In unserer Studie von über 260.000 Frauen und Männern aus 7 europäischen Ländern haben wir gezeigt, dass ein höherer Konsum von Ultra-Processed Foods zu einem höheren Risiko für Multimorbidität, für Krebs und kardiometabolischen Erkrankungen einhergeht. Zum einen, dass verschiedene Lebensmittelgruppen innerhalb der Ultra-Processed Food-Klasse eine unterschiedliche Auswirkung auf das Risiko für Multimorbidität hat, aber vor allem, dass der Zusammenhang oder eben das Risiko konsistent bei Frauen und Männern, bei Rauchern und Nichtrauchern und in den diversen Populationen zu sehen war. Multimorbidität stellt nicht nur in Europa, wo 50 Millionen Menschen davon betroffen sind, sondern in vielen Regionen der Welt ein wachsendes Gesundheitsproblem dar. Unsere Studie liefert wichtige Erkenntnisse für etwaige präventive Strategien und unterstreicht die Wichtigkeit, Ultra-Processed Foods in der täglichen Ernährung zu reduzieren und mit frischen, pflanzlichen und selbst zubereiteten Mahlzeiten zu ersetzen.